mit dem Latein nicht am Ende. Welcher Modus vivendi mit Russland? Bei Markus Lanz. Politisch, wirtschaftlich, militärisch so hochhalten, dass er selber zu dem Ergebnis kommt, ich muss ein Status quo, ich muss einen Modus vivendi suchen. Modus vivendi bedeutet wörtlich übersetzt Art des Lebens und sinngemäß bedeutet es eine erträgliche Übereinkunft. Neben Modus vivendi verwendet Peer Steinbrück weitere Lateinbegriffe. Hören wir uns diese an. Ich muss ein Status quo, ich muss einen Modus vivendi suchen. Wie der denn aussieht, das beinhaltet ganz kitzlige Fragen. Ist das der Status quo ante 2014, Vorbesetzung der Krim und der Teilprovinzen oder Teiloblasten? Ist das der Status quo ante 24.02.? Ist es der Status quo zum Zeitpunkt eines Waffenstillstandes? Mhm. Und was ist bereit oder möglich für die Ukraine, sich darauf einzulassen, ja oder nein? Status quo ante bedeutet wörtlich übersetzt der Zustand in dem vorher. Sinngemäß heißt das der Zustand, der vorher war. Hören wir uns auch hierzu andere Beispiele an. Wenn der Status quo ante, also wenn der Zustand hergestellt wird, wie er am 23. Februar, Tag vor dem Krieg war. Wäre idealerweise, dass wir beim Status quo ante landen. Hören wir uns nun auch für Modus vivendi weitere Beispiele an. Macht. Ja, also wir müssen uns natürlich auch fragen, 2008 in Georgien, 2014 in der Ukraine. Die Reaktion Europas und auch des Westens war natürlich immer, okay, wir hauen euch so ein bisschen auf die Finger, wir finden das nicht gut, aber wir kehren zurück zu einem Modus vivendi. Ich muss einen Modus vivendi suchen. Modus vivendi mit Russland aus. Aber wir müssen einen Modus vivendi finden, um damit zu leben. Mit das dem Unterschied. Aber nicht. Das und dann zieht er sich zurück aus der Ukraine? Nein, dann wird verhandelt. Dann wird verhandelt über einen Modus vivendi zwischen der Ukraine und Russland. Die Kontrollbehörde Modus vivendi und das Reisebüro Transitlager Modus vivendi. So. Jetzt wissen Sie alles über den Modus operandi dieser Serie, liebe. Aber wir müssen einen Modus vivendi finden, um damit zu leben. Mit das dem macht Unterschied. Es aber nicht besser, der Parallel. Nein, natürlich nicht. Mit dem Unterschied, und das ist das Problematische an diesem Versuch, ja. Mit dem Unterschied, dass die Russen nicht.